Ich bin auch lustig, wie sie von hier hinten nehmen. Sie halt immer auf der halben Treppe stehen und überlegen, springe ich jetzt runter oder nicht. So, das ist genau das, was ich erreichen wollte eigentlich. Hier wird auch immer mehr der Berg abgetragen. Eine der Sachen, die wie gesagt etwas länger dauern könnten. Ich weiß gar nicht, wie viel Pferde sind das überhaupt. Können wir abzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13. 15, 16 Felder. Ups. Nee. Schön so bleiben. Dann macht mal so weiter.
Aber ja, das sieht doch schon mal nicht schlecht aus für die erste Schicht. Der Waffelpack ist auch schön. Das schimmernde Grün auf der braunen Erde. Aber hey, wir sehen die beiden lilanen Dinger nicht mehr. Egal, bloß wir sehen da die Baumstammdinger durchschimmern. Also da, wo wir noch Stämme hinterlassen hatten. So wie hier. Schimmert da auch was durch? Eher nicht. Gibt sie vielleicht, wenn wir die nächste Schicht dann draufpacken. Ah, sieht hier schon mal recht komisch aus. Ein bisschen glitchy. Füllt mal das auf. Also ja, hier der Schattenwurf sieht sehr seltsam aus, muss ich sagen. Ja, für erst, dass es so durch die Lappen geht, aber wir brauchen es halt nicht. Also hier vor allem Brimstone. Und noch 140. Also 7 Ticks. Ey, und wieder Tetris-Stein. Hier ist auch fast einer, aber der grenzt hier ans Ding. Der da ist alleine. Dumm, du, du, dumm, du, du, dumm. Blum, blum, blum. Du kannst da noch den Stein mitnehmen. So. Das sieht fast aus wie ein Fragezeichen, was sie da jetzt gebaut haben. Ja,
Ja, aber wenigstens füllen sie die Fläche. Oh, dann steht der nächste Tetrastein. Okay, jetzt ist es kein Tetrastein mehr. Hier klappt auch immer noch alles. Nur bei dem nicht, aber... ja. Nein, ich sollte jetzt einer kommen und das aufheben. Jedenfalls mal. Na? So, so ist besser. Das ist wirklich eine schicke Musterung. Wir können ja hoffentlich nachher hier drauf. Ups. Jo, Baumstämme platzieren. Ja, müssen wir dann gucken, dass wir die Löcher hier stopfen und dann wieder nach und nach auffüllen mit Baumstämmen. Oder es dann doch mal mit Balken probieren. Wobei ich mir das nicht ganz so gut vorstellen kann. Erstens können die Brickfalls nicht so auf Balken rumlaufen wie auf Baumstämmen. Also wenn ich das hier machen würde, glaube ich nicht, dass die Victors da drüber laufen könnten. Oder vielleicht doch? Mal gucken.
Oh, schön, hier ist gerade die Ebene weg. Ach, nämlich genau jetzt. Das heißt, wir könnten uns einen schnappen, der hier anfängt abzubauen. Dann wäre nämlich das auch weg. So, bau das hier mal ein bisschen ab. Jetzt nur noch die zwei und dann haben wir das auch weg. Geht es nur darum, die oberste Schicht wegzukriegen. Und ja, ich weiß, nach Logik wäre das jetzt die oberste Schicht. Aber den Rest tragen wir dann mit weiteren Steinbrüchen ab. Nach und nach. Na, wie macht sich's hier? Oh, wird auch langsam. Und wir sind bald bei unserem nächsten Brickturn. Noch ein Tick. Nicht mal lange. Mal gucken. Vielleicht die halbe Minute noch, die es jetzt dauert. Und flupp, da ist unser nächster Brickturn. Zaps. Na dann, Zaps. Auf zum fröhlichen Auffüllen. Das hat nämlich Priorität bei dem 5 Stein, was wir haben.
läuft ein bisschen blöd. Ja.